Und der ist der bescheidene Horst Eckel geblieben, der er eigentlich immer war. Aber in der Ecke, da steht Eckel und hat den Ball weggeschlagen. Unser Jüngster, unser Benjamin in der Elf. Er hat den Abschlag ausgeführt, er bleibt aber bei Eckel hängen. Eckel, der Windhund, wie sie ihn nennen, spielt ab. Eckel zu seinem Clubkameraden Fritz Walter. Von dort zu Rahn. Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Und Hellström hält! Er hält den Schuss von García, den Schuss von García Cortés. Hellström, meine Damen und Herren, eine Torwartlegende. Schwedischer Nationaltorwart, 10 Jahre in Kaiserslautern von 1974 bis 1984. Dass das ein super Torwart war, das wusste jeder. Aber ihn als Mensch zu erleben, war top. Wir haben ja Leute und Vorbilder, die kein anderer Verein vorweisen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Dinge nicht in Vergessenheit geraten lassen, sondern dass wir ab und an unserer stolzen Tradition gedenken. Aber im Grunde ist diese FCK-Liebe, ist das ist etwas, es gibt doch so viele Menschen, die schellen und maulen herum und kreischen darum und gut sind sie wieder da. Vom Verstand weiß ich, was mir schwierig ist. Aber ich weiß auch, was Pilser, wenn sie zusammenhalten, bewegen können. Was vorher nie denkbar war, ist beim FCK möglich. Der Wetze setzt selbst alte Fußballweisheiten außer Kraft. Hier dauert ein Spiel nicht unbedingt 90 Minuten, sondern so lange, bis die Lauterer gewonnen haben. Der erste FC Kaiserslautern schlägt Benfica Lissabon bei seinem ersten Auftritt in der Champions League mit 1:0. In der 4. Minute der Nachspielzeit macht Hani Ramsey das 3:2 für den ersten FC Kaiserslautern. Unglaublich! Es war ein Fußballfest von Anfang an. Der Betzenberg als Gesamtkunstwerk.